Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Witcher 3. Ich muss gerade echt sagen, ich habe keine Ahnung mehr, was mein Vergangenheits-Ich mir aufgebrummt hat, was wir eigentlich vorhatten. Ich vermute mal, es hat irgendwas mit diesem Boot zu tun. Und jetzt, wo ich diese Quest gerade lesen, Leg Brock war zu Arkis Überresten. Ich glaube, da müssen wir mit dem Schiff hinfahren. Da war was, ne? Ja, da war eindeutig was. Dann wollen wir das mal tun. Ja, Geralt. Ach, du bist mein Held, ins Boot einsteigen. Du bist echt, wow. Ich liebe dich ein bisschen dafür, weil du es so drauf hast. Du hast es echt drauf. Also muss ich dir auf jeden Fall schon lassen. Naja, wollen wir mal hintersegeln. Ist ja hoffentlich nicht so weit weg. Aber das sehen wir gleich. Erstmal so ein Schinkenbrötchen rein. Ich bin's gut. Ich bin in 10 Sekunden mit Regeneration. Gefällt mir. Guck mal, Ertrunkene. Uah. Alter. Was war denn das? Stimmt, eine Riesentruhe. Riesenschatz. Aber den kleinen nicht angezeigt. Was passiert eigentlich, wenn wir unser Boot kaputt machen? Ihr habt nichts gesehen. Wir sind so zufällig. Ist uns diese Schatztruhe ins Auge gefallen. Hier muss es sein. Ja, der versteckte Schatz muss hier sein. Eine geheime Notiz. Ein Schädel. Alles andere hat niemand gesehen. Na, 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 na. Lesen wir gleich. Oh, Alter. Geil, da ist ja voll das Loch drin im Boot. Gefällt mir. Kann ich da nochmal irgendwo gegensegeln? Machen wir gleich. Auf dem Rückweg. So. Toll. Ich dachte, wir schmeißen jetzt irgendwas hier runter, aber ich vermute, dass wir tauchen müssen gerade. Tauchen noch mal kurz auf, dass wir auch genug Sauerstoff haben. Weil diese doofen Sirenen, ne? So. Und dann geht's straight nach unten. Ich vermute mal, dass er irgendwie da bei diesem Fleck da liegt. Das sieht so fleckig aus. Als wäre da irgendwas. Ah Gott, wir waren doch gar nicht schlecht. Nur auf der anderen Seite. Komm da runter. So. Quere zu Ulgar zurück. Ja, super. Er war ja relativ einfach. Ich dachte, da käme jetzt irgendeine coole Animation, aber leider nein. Leider nein. So. Ich frage mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalric zu gehen. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Wir kehren zurück. Aber, Geralt, setzen. Ja. Braver Junge. Hier ist eine Linkskurve und dann würde ich sagen, fahren wir mal einfach straight gegen diesen Felsen. Ich will nur wissen, was. Alter, die wurden einfach abgelenkt. Ich unter nur gegen diesen Felsen fahren. Ah, kann ich nochmal? Passiert da irgendwie noch mehr? Fällt das irgendwann auseinander, das Boot? Ich würde das gerne wissen. Ach, krass. Okay, alles klar. Wenn wir eine Stelle dreimal datschen, geht das Boot unter. Also das müssen wir auch erstmal hinkriegen. Das ist, glaube ich, relativ schwer. Wenn man es natürlich nicht will gerade, aber das ist, glaube ich, ist echt schwer. Würde mich wundern, wenn das so einfach funktionieren würde. So. Guck mal, Blutmus. Kann man immer gebrauchen. Ich weiß noch nicht für was, aber. Alter, was? Müsst du schneller hoch. Ich glaube, das war eine dumme Entscheidung, dieses Schwert zurückzulegen. Frieden. Aber wieso? Letzte Nacht war. Was ist los? Udalric, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Arki. Oh, sie haben das aus.
Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen. Und sie verlangen ständig mehr. Ich bin mir da gerade nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, wir haben die Götter auch schon mal gesehen. Das sind keine Götter, mein Lieber. Haben die Götter dir schon mal ihre Form gezeigt? Oder sind sie immer nur Schatten? Einmal nahm ich im Traum allen Mut zusammen und ließ die Fackel heller brennen. Da saß eine verschwommene Gestalt in den Schatten. Na gut. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Habt ihr diesen Schatten gerade gesehen? Oder diesen? Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten und sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nähert sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss, mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach, das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Und was ist mit der anderen Methode? Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon.
Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Hm. Und um dir zu widersprechen, muss ich jetzt machen, was du sagst? Solange ich nicht Yennefer heiße, wird dich deshalb niemand als Pantoffelheld bezeichnen. Wenn uns keine gute List einfällt, können wir immer noch deine Methode probieren. Na gut, versuchen wir, den Him zu überlisten. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Kein Grund zum Trödeln. Das sehe ich auch so. Dann versuchen wir mal, den Him zu überlisten. Ich bin auch echt gespannt, wie das Vieh aussieht. Oh, wir haben eine weiße Rüstung. Sehen wir uns mal um. Geralt, der Weiße. So. Was haben wir denn hier? Einen Kamin. Ah, hier können wir untersuchen. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Kann ich, den... Hallo? Wo? Ah, da. Voll. Anmachen? Nee. Treppe. Wie gehen wir hier rein? Oh, hier scheint irgendwas zu sein. Was? Wo kommt die Leiche denn her? Das ist hier... Tiri. Nein, das ist unmöglich. Verdammt! Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Gut zu wissen. Was haben wir denn hier? Jemand könnte sich das Bein brechen. Oder den Hals. Das stimmt wohl. Oh, Rebet. Zerbrochen. Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. Das ist hier unmöglich. Ja, wir haben ja noch einen Raum. Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. Geralt, komm! Ich glaube, ich habe eine Idee! Alter! Geralt! Schreck mich doch nicht so mit dem Schrei hier. Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts. Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und? Können wir anfangen? Ja. Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Oh, 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 ich hoffe, die geht nicht drauf. Also ganz ehrlich. Ich hoffe, die geht nicht drauf. Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn. Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir. Vorsicht, tut dem Kleinen nichts. Gib mir das Kind. In den Ofen! Wirf ihn in den Ofen! Ah, wir vertrauen ihr!
Alter, ich will euch nicht kaputt machen. Das schafft er nicht. Härter! Ah, Alter! Wow. Wow. Alter, was geht hier ab? Nein. Witten, greif uns nicht an. Warum? Boah. Aki. Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld. Nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Ich kann gern ihn nicht sagen. Respekt, meine Liebe. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei! Der Him ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Du bist verwirrt, aber keine Sorge, das geht vorbei. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Ah, jetzt wissen wir auch, was der Vogel bedeutet. An diese Tür. Da ich gehe dran. Mit ihm. Er scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Das haben wir doch schon besprochen. Oh ja. Leb wohl, Hexer. Blauer Himmel und stets Wind im Rücken dir. Dir auch. Alles Gute. Boah, Alter, was ne Quest. Oh, kristallisierte Essenz. Nice. Nice. Die List des Königs. Was, neue Quest? Oh, ja, dann gehen wir doch mal zu Krach an Kret, um deine Belohnung abzuholen. Das machen wir doch direkt.
Geh weg. Ah, geh weg. Ich habe was zu tun. Ich krieg eine Belohnung. Belohnung! Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann, Freunde. Ciao.